Freunde, ich feiere ja richtig Spieler und Trainer, die eben nicht immer nur Phrasen dreschen, sondern auch mal direkt ihre Meinung sagen, weil das ist einfach spannend, Freunde, wir wollen doch sowas auch mal hören. Und einer dieser Typen ist Thomas Tuchel. Dieser Mann wird nie langweilig. Gestern 4-0 gewonnen, er könnte im siebten Himmel schweben als Trainer des FC Bayern München, beim BVB 4-0 gewonnen. Was macht er? Er bricht das Interview mit Sky ab. Was ist passiert? Ja, ihm war es nicht ganz so genehm, mit Lothar Matthäus unter anderem zu diskutieren. Kurze Vorgeschichte, Didi Hamann, Sky-Experte und auch Lothar Matthäus hatten FC Bayern und Thomas Tuchel, so generell die Mannschaft, immer mal wieder so ein bisschen kritisiert. Hatten mal eine andere Meinung als der Trainer und das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Als er dann gefragt wurde, warum sie jetzt nach dieser Pokalblamage jetzt wieder so 4-0 back haben, dann sagte er, Lothar oder Didi weiß es bestimmt, sagt er so sarkastisch. Und Lothar Matthäus ging da ein bisschen in die Diskussion rein, meinte, ich als Experte sehe das heute auch so. Da meinte Tuchel, ja, dann ist doch heute Ostern an Weihnachten. Matthäus versuchte die Wogen zu glätten. Wenn ich ab und zu eine andere Meinung habe, Thomas, muss ja nicht so ausgetragen werden. Ich sehe es und akzeptiere es. Ja, aber Thomas Tuchel hat dann ein bisschen noch diskutiert. Am Ende sagte er aber, ich möchte gar nicht in die Diskussion. Wenn ich durch bin, möchte ich gehen. Das ist mir too much. Ihr habt den Job, ihr dürft das benennen, wie ihr möchtet. Da ist doch gar keiner sauer. Wir haben 4-0 gewonnen. Jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen. Viel Spaß. Und dann nahm er einfach das Mikrofon ab und legte das Mikrofon hin und ging. Tja, liebe Freunde, was ist da eure Meinung dazu? Ich meine, ich kann ihn verstehen. Er wird kritisiert. Auf der anderen Seite muss er auch die TV-Experten verstehen. Es ist deren Job, ja, den FC Bayern zu analysieren. Und wenn sie eben nicht gut performen, dann muss man das auch sagen können. Ja? Trotzdem feiere ich es einfach mal, nach so einem Spiel dann so ein paar Sprüche zu bringen, sich auch mal zu wehren. Er hat auch auf den Pressekonferenzen, hat er immer ganz gut ausgeteilt gegen die Sky-Experten. Und ganz ehrlich, Freunde, davon lebt doch der Fußball. Ja, sowas wollen wir doch sogar sehen. Das macht doch ein bisschen Spannung. Das ist meine Meinung, eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen später wieder und denkt dran, hattet den Ball richtig flach.